Oh, hallo, wir machen weiter. Bei Nachos and Fried Oreos. Und das letzte Mal haben wir Welt 2 abgeschlossen und den ersten Level von Welt 3 schon mal angefangen. Und sind jetzt hier im Geisterhaus. Mit diesen coolen Custom-Buchringen. Ja, sehr gut. Und die Musik kenne ich doch auch irgendwo her. Woher kenne ich den? Da muss ein Eevee kommen. Oh yes. Oh boy. Oh boy. Oh, der ist ja richtig gut gesetzt. Ach, verflucht. Der ist echt wieder gut gesetzt. Es ist überhaupt alles verdammt gut gesetzt, um nicht den Spieler hier zu ärgern. Super. Gott, ich kenne das. Woher kenne ich das Lied? Ist es, als hätte ich das vor allem erst kürzlich gehört? Oh Mist. Aber bei was? Was habe ich das gehört? Nein! What? Oh Gott, will ich die haben? Nee. Wir lassen die Yoshi-Coins sein. Ganz ehrlich. Wow, 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 wow. Oh Gott. Ich bin jetzt auch viel zu fixiert auf dieses Lied. Ich hab's mir gedacht. Okay. Zum Glück sind es keine Notenblöcke, sonst wären wir hier bei Kaizo. Oh nein, ich muss direkt weiter. Mist. Verdammt, ich bin auf das Lied fixiert. Woher ist das? Oh, das kann ich jetzt halt auch... Das kriege ich jetzt nicht in Erfahrung. Nein! Na komm, dann holen wir sie nochmal schnell so. Dann können wir uns trotzdem wieder auf Yoshi Coins konzentrieren, einmal in dem Runde zumindest. Außer der nächste ist ganz komisch wieder. Hüpp! So, jetzt nicht. Nein! Ich will ihn wieder treffen lassen, du Pflaume! Mann! Okay. Komm, komm, komm. Wir machen einen Ausflug. Wir machen keinen Ausflug. Schade. Weiter! Boah, ist das böse getimed. Ach, du grüne Neune. Ach, du grüne Neune. Kann halt auch gar nicht springen. Das geht auch. Und dann kommt schon der nächste Pilz. Okay. Ja, nee. Wobei das jetzt eigentlich dumm ist. Wenn wir mit Leben spielen würden, sollte man sowas nicht machen. Sollte man es zumindest einmal klein probieren, bevor man das Leben leichtsinnig wegwirft, ne? Also das war eigentlich blöd gerade. Ist mir aber auch erst danach eingefallen. Ach Mensch. So, vielleicht verlieren wir den Pilz jetzt mal nicht sofort. Hätte nicht gedacht, dass das bis hier rüber geht. Aber ich hätte es mir denken können. Ja, sehr gut. Hat sich das erledigt mit dem Pilz?
sich das mit der Yoshi-Coin eigentlich auch erledigt. Und das ist mir zu riskant. Okay, aber den verliere ich dann trotzdem direkt wieder. Ist doch blöd. Mal komm mal ein bisschen her. Dass ich hier trotzdem ein bisschen... Ja, mehr Zeit habe ich hier drüben. Und weiter... Wie soll ich... Das muss ich anders timen. Scheiße. Ist das vielleicht von Celeste zufällig und dann haben wir das bei Dings gehört? Bei I Wanna Find the Cure? Es gibt's doch nicht. Kann es sein, dass das aus diesem Hotelraum ist bei I Wanna Find the Cure? Also dann der Celeste-Soundtrack? Ach komm, ich krieg den Pilz hier nicht behalten. Das war knapp. Weiter! Uff! Diesmal springen wir aber auf jeden Fall. Okay. Boah, Junge, 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 Junge. Wie weit geht das Ding jetzt wieder? Okay. Da kann ich mich einfach hier hinstellen. Gut, einfache Yoshi-Coin. Es geht nicht bis an den Rand. Okay, es geht fast bis an den Rand. Hier warte ich lieber. Und jetzt hoch. Okay, wir haben ein Backup. In Form eines Pilzes. Wie weit geht das? Oh Gott. Ach nee. Will ich das riskieren? Ja, komm. Es sind halt 5 Leben, die man bekommen würde. Also das würde, glaube ich, jeder hier versuchen. Yes. Gut. Wie geht der? Moment, den Sprung mache ich aber lieber auch mit dem Yui. Warte doch ein Stück, Junge. Warte doch ein Stück. Das wär's doch gewesen. Ach. Come on. Aber wir brauchen die Yoshi-Coins nicht mehr. Wetten, jetzt, wo ich sie nicht mehr brauche, schaffe ich den Sprung hier rüber, ohne den Pilz zu verlieren. Ich sag dazu nix, aber es soll ja soll mir recht sein. Oh, wir haben hier, jetzt haben wir hier auch den Pilz behalten. Okay, cool. Gleich weiter. Okay. Jetzt können wir im Prinzip for free durchgehen. Weil selbst wenn wir getroffen werden. Ne? Wow. Oh, das war nochmal. Das war jetzt nochmal risky hier. Das war nochmal richtig blöd. So, hier warten wir. Okay. Wie weit ging das? Okay, bis da. Okay, und raus. So. Jetzt
Jetzt machen wir das vielleicht doch ohne den. Ja, ist egal. Passt schon. Ja, und den kann man sich easy holen. Der ist ja richtig easy. Also, gut, richtig easy nicht. Oh, aber natürlich jetzt mit dem Pilz richtig easy. Ich will es trotzdem so versuchen, als wäre ich jetzt kein Pilz. Als hätte ich keinen Pilz. Gut. Heieieiei. Outdoor Dining. Jetzt gehen wir also essen, ja? Ja, weil er gehen die Pflanzen essen und nicht wir. Ich verstehe. Grilled Trout 15, Shiitake Shrooms 6, Tomatensalat 7, Glazed Donuts 5, Waterfui. Auf denen kann man stehen, ne? Okay. Sind die Delfine einfach nur. Ach, geh weg da oben. Ja, die Pflanzen gehen essen, ich verstehe schon. Heute ist Mario auf der Speisekarte. Mario? So. Nein! Ich habe noch kein einziges Yoshi-Coin gesehen, das beunruhigt mich. Wie lang ist dieses Level? Kein Fan. Oh Gott. Zum Glück sind es nicht die Pflanzen, die trotzdem rauskommen, egal wo man steht, sondern die Pflanzen, die sich brav an Mario Physics halten. Oh nee. Will ich das? Wieso bin ich nicht? Ich dachte erst, sie erwischt mich und berührt habe ich sie auch, aber die Hitbox ist nicht losgegangen. Dann war ich out of order. Ja, das war smart. Am safesten. Am sicher. Komm, wir müssen nicht immer alles verenglischen, was zur Hölle. So, haben wir auch mal den Pilz behalten, ist doch auch was. Warten wir halt hier, bis die weg ist. Oh, ich dachte schon. Ich dachte schon, der ist zu weit unten oder sowas. Ah, Giftpilze. Die brauche ich nicht essen hier. Oh, was? Oh, nee. Das gefällt mir nicht. Das ist nicht gut getimt. Deutlich besser. Nein! Oh Gott, wir waren doch schon so weit.
Kriegen wir es hin, es so zu timen, dass sie weggeht und ich trotzdem rüberkomme? Gut. Smart. So, hier kann ich ein bisschen warten. Nein! Zu lang. Ah, zu kurz. Zu lang drauf gestanden. Dumm. Das war knapp. Okay. Puh. Okay. Gut. Ich weiß halt nicht, ob die mich instant killen. Sozial sind. So, da waren wir vorhin noch nicht. Weil ich leider zu blöd war. Um zu springen. Okay. Nein, das ist ja voll gemein, dass die da draußen ist. Oh nee, die will ich nicht. Nee, die hole ich mir nicht. Vor allem, ich darf ja nicht hochspringen. Was? Nee. Oh Gott, das muss jetzt halt jedes Mal passen, ne? Nee, Yoshi Coins können mich hier mal. Oh, weia. Nein, warum mache ich einen kleinen Sprung? Ah, aber die Yoshi Coins können mich noch mal. Das ist mir zu risky. Das ist mir zu risky. Oh boy. Nee, ich hol sie ja eh nicht. Nee, brauchen wir gar nicht. Okay, die passen. Okay. Nein! So knapp! Mann. Wie soll man denn da hoch... Hä? Ich verstehe das nicht. Ach so! Ja doch, ich verstehe es schon. Ah ja, doch, ich verstehe es schon. Aber, nee. Das halt eben, weil man da so schnell getroffen wird. Gefällt mir das überhaupt nicht, das Konzept. Nein! Ja. Yeah.
Uff, uff, uff. Okay. Zumindest das klappt mittlerweile ganz gut. Ja, irgendwann musste es schief gehen, das war klar. Das musste auch noch passieren, das war ganz klar, dass das noch kommt. Das war ganz logisch. Das heißt, diesmal muss, damit wir die Ausgangssituation wie vorhin haben, muss ich hier aushalten, lang genug. Gut, na, jetzt passt eben alles. Jetzt am besten nicht da drin treffen lassen. So ist gut. Wow. Okay, alles in Ordnung. Alles okay, alles okay. Hauptsache wir leben. Jetzt einfach nicht den dummen Sprung machen da unten. Sondern ganz normal. Sehr schön. Ne, die Yoshikan kann mich mal. Haben wir ja nicht genommen. Wobei die jetzt nicht das Schwierige wäre. Ich muss nur da drüben hingucken. Oh je. Okay. Schießt die auf mich drauf? Ah, die ist gefährlich. Die ist gefährlich. Die zweite ist gefährlich. Aber ja. Yes! Okay, Mond interessiert mich nicht. Ah, den könnte man kriegen. Will ich den riskieren? Den riskieren wir. Yes. Den riskieren wir, aber die Yoshi-Coins waren mir hier zu uff. Aber jetzt hätte ich mich natürlich schwarz geärgert, wenn ich da den Mond nicht genommen hätte. Also wenn ich da gestorben wäre. Alchemy Explosives and Co. Na, das klingt ja auch freundlich. Don't touch the Bob-Ombs or you'll cause them to explode. Watch out for blooper. Ah, ich darf die gar nicht berühren. Okay. Ich muss jetzt die ganze Zeit hier gegen Fließbänder laufen. Ach, du grüne Neune. Also ich darf nicht mal den hier machen. Nochmal testen. Spinjam ist nicht okay, ja? Okay, alles klar. Das wird ja lustig. Nein, ich muss noch nicht. Okay. Also aus den Dingern kommen keine Bob-Ombs raus. Die Bob-Ombs sind einfach nur schon da. Potenziell kommen die einfach da angefahren. Weil sie es können. Oh, Junge. Okay. Oh, was? Oh, und dann hüpft er. Oh, joi, das wird ja echt lustig. Okay. Aber ich finde es halt großartig, wie jedes Level wirklich so seine eigene Idee hat. Sehr schön gemacht, der Hack auf jeden Fall. Vor allem für Leute, die ein bisschen was Anspruchsvolleres suchen. Also ohne Selbstsitz ist das schon ordentlich anspruchsvoll. Würde ich jetzt mal behaupten wollen. Nein, da war ich zu dran. Da war ich zu nah dran. Na gut, wissen wir das auch, dass das so nicht funktioniert. So, jetzt rüber. Dann schießen die hier. Das können die ruhig machen.
Okay. Das sind rote Bänder. Die sind wahrscheinlich noch stärker dann, ja. Aber noch würden die Yoshi-Coins. Ach, war es doch, würde ich sagen, wir holen die. Nein! Ja, jetzt habe ich schon Probleme. Jetzt würde ich nämlich zum Beispiel schon sagen, die in der Mitte, die Yoshi-Coin, ist jetzt eher schon out of reach für mich. Ich werde es trotzdem probieren, glaube ich. Nahezu nah dran. Mist. Na, ah, die ist nicht so schwierig, wie sie aussieht. Ja. Das war im Übrigen richtig dumm. Nein, nicht so nah ran, Mann! Sag ich ja. Oh boy, so geht's natürlich auch. So, jetzt machen wir erstmal den weg und dann ist hier erstmal Ruhe. Ah, die ist aber... Ah, die... Nee. Das ist jetzt schon wieder eine Yoshi-Coin, wo ich so das Gefühl habe, muss nicht sein. Aber warte mal, kann ich da nicht einfach direkt runter? Ja, so ungefähr. So ungefähr. Aber wenn, dann würde ich da eher runter reinspringen, anstatt die blauen Blöcke versuchen wegzunehmen. Das wäre eher so mein Ziel. Gut, das hat jetzt schon besser funktioniert als vorhin. Ah, immer wieder im Radius. Immer wieder im Radius drin, unfassbar. Aber bis das fällt, ist wirklich genug Zeit. Ups, jetzt habe ich es falsch getimt. Vorne hat das besser funktioniert. Machen wir mal noch 3 Versuche, dann könnten wir wieder bei den 30 Minuten ankommen, ne? Kloppt. Ich will hier einfach nicht mit dem Pilz ankommen, habe ich den Eindruck. Ich will das einfach nicht. Mist. Ich will einfach nicht mit dem Pilz da drüben ankommen. Nö, ist doof, mit Pilz da anzukommen. Das würde ja alles vereinfachen. Wer will das denn schon? Das war wieder ein Radius, den ich nicht bedacht habe. Eieieiei. So, lass mich erstmal durchfahren hier. Das ist besser. So, diesmal komme ich mit dem Pilz da drüben an. Siehst du mal. Ja, das war zu erwarten. So, weg damit, weg damit. Ich gehe jetzt einfach durch.
Gib mir den Pilz, Mann. Nee, die Yoshi-Coins lassen wir. Das kostet ja nur wieder Leben, das zu holen. Und das ist es nicht wert. Oh boy. Geh weg. Ja, natürlich kommt die wieder. Gefällt mir aber die Level-Idee, gefällt mir sehr. Oh mein Gott. Ja gut, aber wir haben es ja eh erledigt. Weil ich gerade nicht weiß, was unangenehmer ist. Okay. Einen Versuch gebe ich mir noch, dann lassen wir es. Wir waren jetzt mal recht weit. Nein! Schade. Ein zweiter Pilz wäre da halt schon cool gewesen. So. Nein! Blöd. Hier schon den Pilz verlieren ist blöd. Richtig ungünstig. So, lassen wir die Bombe erstmal da rüberlaufen. Wiedersehen. Nein! Wo springe ich denn hin? Ach komm, einmal noch. Das ist doch frech. Nicht einfach in die blöde Stachelkugel rein. Das war knapp. Na, und irgendwie verliere ich hier immer den Pilz. Also da spätestens ist er dann weg. Mist. Mist, Mist, Mist. Na toll. Okay. Ist da kein Pilz drin? Ja, dann halt nicht. Nein, jetzt schießt... Oh, Mann. Okay, beim nächsten Part nochmal dieses Level. Danke fürs Zuschauen und tschüss.